So, das war unser letzter Schlafplatz hier. So, genau. Da. Wie so Penner. Gestern Abend war ein sehr toller Abend noch. Wir waren auch in so einer Bar. Da warte, sieht man die Sonne auch noch. Ich bin gerade aufgestanden, Reißer ist schon ein bisschen länger wach. Chillen hier so, ich räume jetzt meine Sachen zusammen und dann geht's auf nach Rom. Reißer nach Rom! Heute ist der letzte Tag, Tag 9. Endlich, nach 830 Kilometern haben wir es nach Rom geschafft. Das war auch der vorletzte Teil der Reihe. Es kommt nochmal ein Video aus, um, über, mit Rom, wie auch immer. Also, genießt nochmal den vorletzten Teil dieser Reihe. Viel Spaß! Reißer und ich haben hier jetzt einen Pauseplatz rausgesucht. An der Landstraße. Und da drüben arbeitet eine Mitarbeiterin des ältesten Gewerbes der Welt. Eine sogenannte Prostituierte, nicht Nutte. Nutte. Und Dani, wie viel Geld würdest du zahlen, um da mit der zu bumsen? Wir müssen hier Geld geben. Nur wie viel? 20. Wie scheiße ist das? 20? Für 20 Euro? Muss die mir geben. Ich glaube, wir machen hier Business kaputt. Ich würde mal sagen, wir warten hier noch so ein bisschen, hoffen, dass einer ranfährt und dann fahren wir irgendwie gleich weiter. Sounds gut. Ich glaube, es sind immer diese dicken Wagen. Yeah, it's really nice. Germany. Yeah. Frankfurt. Close to Frankfurt, yeah. 20 Kilometer. Da war eine Kassel, sehr, sehr schön. Cooler Strand. Jetzt geht's nach Rom. Reißer, die letzten Kilometer nach Rom. Der ist total genervt von mir, würde ich finden. Wir müssen kurz rechts ranfahren. Hier gerade. Unser Kilometerzahl ist einstellig geworden! Einstellig, und zwar nicht nur für heute, sondern forever and ever. Forever. Statement. Ich habe kein Statement. Ich will in diese Wohnung rein. Ja, ich auch. Was mache ich denn noch? Nicht. Auspacken, aber ins Testbett. Dann lade ich mein Handy und ich gucke nur Apotheken. Junge, ist das schön. Tolles Gefühl. Scheiß Moment, aber toll. Auf die letzten 9,7 Kilometer. Let's go, Reißer. Lass mich vor. Die letzten Meter dieses Fahrradtritts. 150, 140. Ah. Your destination is on the right. Ja, where? Wie heißt denn unser Platz? Jetzt mal wieder richtig duschen. Ich war zwar schon immer mal wieder davor, aber das waren immer nur so draußen duschen. Das ist erstmal eine richtige Dusche. Und. Hey, ich hab keinen Duschen. So sehe ich davor aus. Und. Und danach. Jetzt zeigen wir, wo wir pennen. So, also hier erstmal so ein kranker Eingangsbereich. Geht's hier hoch. Boom, boom, boom. Kleiner Aufzug sogar noch. Der funktioniert sogar. Ja. Geht's hier rum. Hier sind noch die anderen Wohnungen. Ich glaube, das ist unser Raum. Und dann
das ist unser Zimmer. Boom, 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 hier können wir. Und ich weiß nicht, ob man es jetzt schon tut. Ich mache einfach mal das Fenster auf. So. Da ist der Petersdom. Direkt da. Und hier 10 Meter von uns, da diese Mauer. Also es ist wirklich nur diese Straße, die uns davon trennt. Die Mauer trennt den Vatikan von Rom. Diese Mauer. Es ist so krank. Wir sind wirklich direkt am Vatikan dran. Na gut. Hier noch ein Bad. Das ist eigentlich echt hübsch. So, hier. Zeig. Gibt's hier Licht? Das wäre dann noch das Bad. Klein, aber fein. Die wird schon ordentlich benutzt. Ja, das war's. Erstes Essen in Rom. Guten Appetit, Achim. Guten Appetit. Guten Appetit. Carbonara, viel Spaß. Die Scheiße hier bei Nacht. Da, der Petersdom. Heilige Scheiße, ey. Sieht das krass aus. Naja, gute Nacht. Rom ist schon eine schöne Stadt.